Hallo Leute, da ist euer Bitty, euer Bitcoin-Trading-Informant. Jetzt bin ich mal euer IOTA-Trading-Informant. Wir schauen uns wieder mal an, was bei IOTA so abgeht. Und es ist richtig böse. Es hat Bitcoin richtig böse runtergebracht und jetzt auch IOTA richtig böse runtergebracht. Wir sind leider sogar unsere kleine Unterstützung, die wir hatten, was heißt kleine, eigentlich die große Supportlinie, die grüne, jetzt runtergefallen. Und das gefällt mir ehrlich gesagt jetzt mal überhaupt gar nicht gut. Ich weiß, ich habe auch schon einen Kommentar dabei gehabt, ich kann dieses große Dreieck nicht mehr sehen. Aber es ist jetzt soweit. Es ist jetzt soweit und es wird jetzt wieder sowas von wichtig. Und deshalb gibt es jetzt auch diesen nächsten Einstiegspunkt, Leute. Deswegen das schnelle Update jetzt für IOTA. Denn es ist möglich, jetzt wirklich schnell bei IOTA einzusteigen und IOTA zu kaufen. Das ist natürlich kein finanzieller Ratschlag. Nein, Leute, das ist hier nur meine Analyse, die ich gerade für IOTA mache. Und das ist auch meine Geschichte, denn ich werde hier unten bei IOTA einkaufen. Entweder kommen wir nochmal runter auf die 86 Cent. Ich habe euch das im letzten Video schon gemacht. Habe auch ein paar böse Daumen nach unten bekommen, weil ich dieses tiefe Ziel hier schon mal gezeigt habe. Aber wie ihr seht, kommen wir auch wirklich runter. Leute, das ist jetzt wirklich böse. Ich weiß das. Aber wir sind jetzt mal da unten, haben jetzt diese Linie durchbrochen. Diese Linie ist jetzt wieder unser Widerstand, ganz klar, ist jetzt mal rot. Und da unten ist jetzt der nächste große Support. So, da ist jetzt die große Frage. Was geht jetzt da unten eigentlich ab bei dem 86 Cent? Können wir einkaufen? Ja oder nein? Das werden wir jetzt gemeinsam checken in dem Update. Und wir hauen uns jetzt mal hier beim Tageschart nicht mal, aber wir gehen mal ein bisschen tiefer rein in die Olga. Wir gehen in den 15-Minuten-Chart hinein. Da sind wir schon mal, 15-Minuten-Chart. Da sehen wir jetzt gerade dieses Bild. Wir hatten ja einen bösen Spike nach unten im 15-Minuten-Chart mit einem langen Docht hier. Und jetzt kommen wir noch weiter runter. Wir können jetzt mal eines machen. Wir können jetzt mal ein Fibonacci-Retracement ziehen. Da ist die große Frage, von wo ziehen wir es? Ich würde es vom, naja, eigentlich von hier ziehen, weil wir hier eigentlich gestartet sind. Und dann schaut das Ganze eigentlich so aus. 15 Minuten ist jetzt nicht so aussagekräftig. Ich weiß, Leute. Aber wir haben da jetzt mal was zu beachten, nämlich hier das hier. Oder wir können es eigentlich noch besser zeichnen, von hier runter. Das ist jetzt mal der große Widerstand im 15-Minuten-Chart, der kleine Widerstand. Den gilt es jetzt mal nach oben hin zu durchbrechen, Leute. Ganz wichtig. Wenn wir das nicht schaffen, nach oben zu durchbrechen, könnte es nochmal richtig weiter runtergehen. Und ich bin vorbereitet, hier unten auch nochmal nachzukaufen. Jetzt ist der große Punkt hier mal angelangt bei 90 Cent. Wir sind gerade schön gut da unten drinnen und warum nicht? Es könnte sein, dass wir hier einen kleinen Boden bilden oder nochmal nach unten durchrutschen. Und deswegen ist das Video jetzt momentan wirklich so schnell hochzuladen wie möglich. Denn wir bauen hier den Boden bei IOTA. Und die ganz große Frage ist, brechen wir jetzt nach oben aus oder nicht? Wenn ja, haben wir natürlich hier die nächsten Ziele nach oben. Ganz klar, das sind unsere Fibonacci-Linien. Die können wir immer wieder hernehmen. Die sind immer wieder gut. 1.00. Natürlich großer Widerstand 0.98. Auch die nächste und dann hier nochmal bei 95 Cent. Das sind so die großen Geschichten jetzt für IOTA, auf die wir schauen müssen bei diesem Ausbruch. Wenn wir jetzt noch schnell unseren RSI dazu holen, den Relative Strength Index, sehen wir auch, wir waren hier überverkauft, kommen wieder Richtung runter und bauen von da unten rauf schon mal einen super Support, haben ein bisschen Luft. Gefährlich jetzt gerade, wirklich gefährlich jetzt gerade, dass wir dann noch weiter runtergehen und haben hier noch eine Linie zu beachten, nämlich diese Linie hier. Es ist der 15-Minuten-Chart, der ist nicht ganz so wichtig. Aber da bauen wir auch so ein Dreieck gerade. Also es ist schon eine gute Geschichte momentan für IOTA. Und wie gesagt, ja, wenn es weiter runter geht auf die 85 Cent, würde ich sowieso nochmal größer nachkaufen. Denn dann sind wir wirklich am Boden des Supports. Wenn wir das auch noch verlieren, Leute, ja, dann haben wir wirklich Alarmstufe Rot für IOTA. Dann will ich darüber momentan gar nicht mal reden, das lasse ich mal. Aber das ist jetzt so eine Geschichte, die jetzt zu halten gilt. Wenn wir in den 4 Stunden hineingehen, 4 Stunden Chart, schauen wir uns das mal an, vorher natürlich der Stundenchart, ganz klar. So, Stundenchart, was sagt uns der Stundenchart? Ganz tief waren wir schon überverkauft, sämtliche Supports da durchbrochen, wir hatten da eine Linie, auf die wir geschaut haben, das war diese Linie. Hier nicht gehalten, jetzt gerade wieder zum Antesten, also diese Linie ist gerade ein guter Support da unten, testen wir gerade wieder an. Vielleicht schaffen wir da wirklich den Ausbruch. Könnte sein. Eine Linie ziehen wir von hier oben runter. Viel Luft nach oben, wenig Luft nach unten. Nicht schön gezeichnet, bitte. So ist schon besser. Also da unten ist jetzt wirklich hart. Also gar kein schlechter Einstiegspunkt, meiner Meinung nach, muss man echt sagen. MACD brauchen wir jetzt nicht unbedingt anzuschauen. Schauen wir uns den 4-Stunden-Chart an. Der schaut momentan so aus.
Da sind wir stark überverkauft. Ihr seht es auch da unten. Da hatten wir hier den Spike runter. Vielleicht hier die Möglichkeit, wieder raufzukommen. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Und dann schauen wir uns noch den Tageschart an. Und der Tageschart schaut momentan so aus. Ja, und da unten viel Support. Ihr seht schon, wir sind so oft auf dem Punkt jetzt runtergekommen, auf die 30 Punkte, so oft hier. Wir haben da viel Support. Wenn wir da auch nochmal runtergehen, haben wir auch beim RSI einen tieferen Punkt. Das ist natürlich auch sehr, sehr gefährlich. Also jetzt meiner Meinung nach keine schlechte Möglichkeit, IOTA einzukaufen da oben, muss ich echt sagen. Da hier gar keine schlechte Möglichkeit. Wir checken jetzt natürlich auch noch ganz schnell eine Geschichte, und zwar ist das die Geschichte. Wir sind vom tiefsten Punkt jetzt mal zum höchsten Punkt oben gegangen mit dem Fibonacci und schauen uns das jetzt mal an. Wo sind wir jetzt gerade beim Support? Und da seht ihr, sind wir jetzt gerade bei einem Mörder großen Support. Das ist die 0.66, auf den schauen so viele Trader, Leute. Das ist jetzt genau hier. In dem Bereich sind wir gerade dabei zu verlieren. Und wenn wir das jetzt wirklich so schnell verlieren runter, ohne dass hier was gekauft wird, ist das ein sehr, sehr schlechtes Zeichen, dass wir wirklich vielleicht auf die 0.786 nochmal runterkommen könnten. Das wäre sehr, sehr, sehr schlimm und sehr tief, Leute. Ich weiß das. Bitte, bitte keine schlechten Daumen nach unten oder keine schlechten Kommentare. Ich zeige euch wirklich nur die Ziele. Und ja, das ist jetzt wirklich hart. Wir müssen so schnell wie möglich, heute am besten noch, zurück darauf, zurück über die 95 Cent und nicht da unten herumgurken. Das ist ganz schlecht für IOTA momentan. Ganz, ganz schlecht. Gefällt mir überhaupt nicht gut. Aber wie gesagt, wenn wir das Dreieck anschauen, sind wir wirklich in einer schönen Position hier von unten nach oben. Hier eine Long-Position vielleicht einzugehen da unten. Ist wirklich nicht schlecht, wenn man uns das hier so anschaut. Ich weiß, viele können das Dreieck nicht mehr sehen. Ich weiß das schon. Aber es ist ein wichtiges Pattern hier. Das müssen wir beachten. Das ist mal die Geschichte hier auf die Schnelle jetzt. Jetzt holen wir uns noch dazu den Indikator, und zwar den Ichimoku. Auch der schaut wahrscheinlich gar nicht gut aus, gar keine Frage. Den haben wir im Tageschart locker verloren, ja leider. Da sind wir jetzt momentan gerade bei einem Euro, da müssen wir drüber. Einen Dollar, sorry, da müssen wir drüber. Und wir checken den auch mal im 4-Stunden-Chart. Ganz schlecht, alles verloren hier. Da müssen wir natürlich auch rüber. Jetzt gerade, das ist auch schlecht. Die erste bestätigte Kerze, die wir da unten bauen, nach dem Docht hier. 2 Stunden noch Zeit. Bitte, liebe Kerze, wir brauchen jetzt einen Pump nach oben. Sonst haben wir die Bestätigung unter dem Support. Das wäre ganz, ganz schlecht. Ichimoku schaut auch nicht gut aus. Gefällt mir auch gar nicht gut. Natürlich schaut auch der Golden Death Cross Indikator dementsprechend schlecht aus, schätze ich mal. Hier das Death Cross, ganz klar. Wir sind runtergeclashed hier, ganz weit. Hier das neue Death Cross. Oh Gott, nein! Wir haben hier mit der heutigen Kerze das Death Cross gebaut. Das ist die absolute Katastrophe jetzt. Das wollte ich überhaupt nicht sehen, aber leider ist es jetzt da. Death Cross Kerze. Brandgefährlich hier da unten jetzt wieder hochzukommen. Wir haben den Death Cross momentan da hier. Puh, Leute, es ist wirklich gefährlich für IOTA. Ich kann euch das nur sagen. Das ist ein schnelles Turbo-Update. Es ist die gute Möglichkeit, da unten einzukaufen, auf einen Bounce zu hoffen hier, ganz klar. Stop-Loss setzen, Achtung, er kann natürlich hier gehandelt werden von den Leuten da. Die Market Maker wollen natürlich an unsere Kohle. Dann hier nach oben, aber Achtung, 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 wir haben hier ein großes, großes Problem hier bei unserem Death Cross. Leute, das war das wunderschöne, schnelle Update. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch das gefallen hat. Wenn nicht, schreibt es mir rein, warum. Ich weiß, viele können es direkt nicht mehr sehen, aber es ist halt da. Und es ist momentan eine gute Trading-Möglichkeit. Aber, Achtung, Death Cross ist hier. Leute, danke fürs Zuschauen. Das war das deutsche IOTA-Update. Macht es gut, schwingt den Hut. Bis dann, euer BT, euer Bitcoin-Trading-Informant. Ciao, Leute. If they're not too bad,